weg! Hör auf zu bellen! Hey, was ist denn los, Kleiner? Also, Fleck, ich hab das Gefühl, Jody hat tüchtig mit dir geschimpft. Hab ich recht? Ist ja alles in Ordnung. Ja. Hab doch keine Angst. Sie werden bestimmt nicht mehr böse auf dich sein. Jody! Ich hab Fleck mitgebracht! Fleck? Ich ahnte es schon. Ich wusste, dass es so war. Was für ein raffiniertes Biest. Geht einfach zu euch rüber, um so dem Ärger zu entkommen. Er traut dem Frieden noch nicht ganz. Jody, was hältst du davon, wenn wir beide angeln gehen? Sicher hast du nicht gehört, was mit Milwi los war. Dass er nach Hause geschickt wurde, meinst du? Ja, deswegen kann ich heute nicht mit dir spielen. Keine Sorge, ich habe einen Ersatzmann, Jody. Du hast was? Frederick hat schon angekündigt, dass jemand anderes für Millwheel kommen würde. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass sie das wäre. Ich mag ja alt sein, aber ich arbeite bestimmt besser als mein fauler Sohn. Haben Sie Ihre Söhne immer so verhätschelt oder ist das etwas ganz Neues? Beweg deine Hände und nicht deine Lippen, Penny Baxter. Ah? Ah, ja. Oh, der Schwimmer zockt schon wieder, Jody. Pass auf, gleich hab ich ihn. Gut, Fleck. Ha, ich hab ihn. Der ist aber groß, was, Fleck? Hey, Jody, möchtest du, dass wir den Platz mal tauschen? Frederick, könntest du mir noch mal sagen, wie dieser kluge Spruch hieß? Mhm. Er ist leicht zu behalten. Freundschaft vervielfacht die Freuden und teilt den Kummer. Ich glaube, das heißt ganz anders. Es müsste heißen, Freundschaft nimmt anderen Menschen die Freude und bringt Kummer über sie. Was redest du denn da? Wovon ich rede? Da sagst du, ich soll Fleck mal eine richtige Abreibung verpassen. Und was machst du dann? Du bist nett zu ihm und machst dich bei ihm lieb, Kind. Oh. Das hast du gemacht, damit Fleck mich hasst und dann rübergeht und mit dir spielt. Ich weiß es. Das war nie meine Absicht. Ich weiß nicht, warum du sowas sagst. Ich gehe nach Hause. Ich fange sowieso keinen Fisch. Aber Jody! Jody, ich weiß wirklich nicht, weshalb du so böse auf mich bist. Ich weiß aber, dass ich viel lieber zu Hause helfen würde, als den ganzen Tag mit dir zu spielen. Hallo, Ma, kann ich dir vielleicht bei irgendwas helfen? Du bist schon zu Hause? Du könntest in den Hühnerstall gehen, die Eier holen. Gut. Lass mich das machen, ich tue das gern. Oh je, jetzt versucht er auch noch, sich von meiner Ma groß zu tun. Hast du dich etwa mit Frederick gestritten, Jody? Oh nein. Hey, Jody! Hier, ich habe 7 Eier. Wo hast du denn gestern die Eier hingestellt? Wir werden sie wieder auf denselben Platz stellen. Wir müssen unbedingt rauskriegen, ob Fleck so wie gestern versucht, den Kopf umzustoßen, Jody. Was? Weißt du noch, wo du ihn hingestellt hattest? Ja, sicher. Er stand da oben auf der Kiste, Frederick. Ah. Jetzt pass auf, was passiert. Nein, nicht Flecke! Fleck!
Sehr gut, Fleck. Ich kann's nicht fassen. Hast du das gesehen, Frederik? Fleck, du bist ja so ein braver Kerl. Komm her. Fleck, das hast du ganz toll gemacht. Ja, ja. Hast du mich vermisst, Fleck? Ich dich sehr. Oh, was ist denn hier los? Ma, wir haben den Eierkorb hingestellt und Fleck ist hingelaufen und hat daran gerochen, aber er hat ihn nicht umgestoßen. Ja, das war ganz prima von ihm. Siehst du, Jody, am Ende ist es für euch beide doch gut gewesen, dass du Fleck ausgeschimpft hast. Mhm. Ja, du hattest recht. Danke, Frederik. Hey, Frederik, komm, lass uns wieder spielen gehen, ja? Ich habe neulich im Wald einen alten Bienenstock entdeckt. Ich glaube, der ist fast so dick wie Millwheel. Oh, den muss ich mir unbedingt ansehen. Kommst du auch mit? Oh, schön. Dann werden wir den ganzen Tag im Wald spielen. Einverstanden, Frederik? Mhm. Dann nichts wie los. Hey, warte auf mich. Aber sieh zu, dass du wieder zu Hause bist, bevor es dunkel wird. Verstanden, Jody Baxter? Na klar. Freundschaft vervielfacht wirklich die Freude. Das wiederholte ich immer und immer wieder und sah dabei in Frederiks glückliches Gesicht. Und da wusste ich, dass ich mit Freunden wie Fleck und Frederik für den Rest meines Lebens viel Freude haben würde.